Boah, ey. Alle hauen sie ab, ey. Krasses Pferd. Oh man. It's getting closer. Let me take over. Laufen wir zwischendurch, ohne da jetzt irgendwo. Oh, ich sehe nichts mehr. Kacke, wo laufen wir denn überhaupt hin, ey? I cannot see. Was? Alter, was ist. Jetzt haben wir eine andere Sicht. Laufen wir mal gerade oder laufen wir jetzt? Ja, wir sind auch sehr angeschlagen von dem Schuss. Abgelaufen. Ja, ist klar. So, wo laufen wir jetzt eigentlich hin? Ey, ich weiß gar nicht, wo ich hintrampeln soll, ey. Oh. Man sieht überhaupt. Okay, jetzt wollen wir drücken. Krass. In den Schneesturm reingeraten. Da ist eine Tür. Ach komm. Wir gehen mal ein bisschen schneller, Clementine. Na, geh durch. Mensch, wie oft muss man denn da drücken? Ist ja schlimm. Und schon wieder eine Errungenschaft. Oh Mann, ey. Ist ja zugeballert damit, ey. Jane? Kenny! You all right? Yeah. Where is he? Where's the kid? He's with her. You left him with her? Jane? Hey. Jane! Wait. Da ist sie, ja. Oh, thank Christ. Ich was gepiekt gerade. Jane, you okay? Where's the kid? Jane, where is he? Oh my God. He's... What are you saying? No. No! No, not again. Not again. Clem, look at me. No matter what happens, just stay out of it. Okay? Just trust me, Clem. I don't understand! You have to trust me. You're gonna see what he really is. Kenny, calm down. Don't do anything stupid. Get out of my way. Kenny? How could you kill a fucking child? I didn't kill him. It was an accident, Kenny. Fire. I won't back down from you, Kenny. Shut up. I'm warning you. Kenny, let her talk. I'm done talking, Clem. Clem, stay back. Don't you come near me, you son of a bitch. Also, dieses... Fuck you! Das kann aber doch alles nicht wahr sein. Please! Jane! Oh my God! Oh Mann!
Okay. Shit. Oh, Kacke, was machen wir denn jetzt? I ain't going nowhere. Jane, back off! No, Clem. It's time to put this crusty piece of shit out of his misery. Oha. Fucking kill you. Oh, Mann, oh, Mann. Look at what you're doing! Listen to me! Get her off! Nicht doch, nicht doch jetzt. Scheiße, was machen wir jetzt? Kacke, Kacke, was zum... Was? Was, können wir irgendwas machen? Komm schon. Er ist irgendwie außer Kontrolle geraten. Irgendwie müssten wir ihn stoppen. Ich meine, sie war ja nicht wirklich, sie war ja nicht aggressiv geworden oder sowas. Nur er hat einiges durchgemacht. Das ist klar, dass er irgendwann ausflippt. Ich glaube, das mussten wir ihn erstmal ein bisschen stoppen. Okay. Ich hoffe, wir haben richtig gehandelt. Oh Mann. Ja. Ja, war das die richtige Entscheidung. Ja, ich denke so. Aber so konnten wir wenigstens sie jetzt noch retten. Ich weiß noch nicht, ob Kenny, wo ist die Nebstadt? Nee. Gib ihr Wasser wieder. Clem. Oh, You made the right choice. I let you down. Just hang on, Kenny. Please. No, no. You're better off without me. We almost made it. We were close, weren't we? I thought I wanted this. Asked for it so many times. Now that it's happening, I'm scared. I'm afraid, Clem. It's okay, Kenny. You're going to see Kutch and Duck. You're going to see them again. Oh, you're always good for a smile. Tja. Ja, was ist denn noch mit Kenny Schluss? Was sollte man denn machen? Er fängt an, fängt auszurasten. Und sie wollte jetzt. Sie wollte sich eigentlich nur. Ja, wehren. Beziehungsweise, ja, gut. Komm, hol das Baby. Jetzt also doch nicht irgendwie. Sie ist also doch nicht so schlimm, wie es. Trocken runter gerade die ganze Szene. Na lieber schon die Schwede. He's alive. I understand if you're upset. AJ was never in any danger. I was just going to try to talk you into coming with me. I just thought if you saw Kenny like that, you'd know we'd have to leave him. Look, Clem, I'm sorry. I don't understand. Kenny was dangerous, and I needed you to see that. One way or another. What are you saying? I had to do it, Clem. You saw how he reacted. I had to show you what he was capable of. It was a stupid plan. I should never have lied to you. But I thought it was the only way you'd see. Oh my God. Kenny, you have to forgive me. Please. We can just leave all this behind us. Please. I did it for you, Clem. For us. I forgive you, Jane. Thank you. Thank you, Clem. You were right about Kenny. All along, you knew what he was gonna do.
It's over now, Clem. Let's just put all this behind us. Also müssen wir uns, glaube ich, erstmal einen Unterschlupf suchen, oder was? Tja, und wieder ein guter Freund ist weg. Der Kenny, den wir schon so lange kennen. Ja, das sind, ich sag einfach mal, irgendwann durchgedreht. Da ging dann nichts mehr. Man muss sich damit jedem anlegen. Aber ich denke mal, genauso reagiert wie Rick, aber dass die sich beiden gegenseitig an den Murmel gehen, immer, das schon mal. Und sie hat das Leben noch vor, sie ist noch jung, also weiß ich nicht, ob ich vielleicht an dem Punkt dann noch richtig gehandelt habe und habe ihm dann halt den Gnadenstoß versetzt, damit er wieder bei seiner Familie sein darf, kann und dass dann von mir aus wieder Ruhe einkehrt oder so. Can't see much from here. Come on. Okay. Krasses Pferd, ey. Ach so, wir sind da, wo wir. I don't know how you were able to watch that. Wir sind gefangen gehalten worden. Schau einer an. Let's keep moving. Tja. Here's the food. Clem, okay. This formula. Geil. Nudelsuppen. Bonnie was right. The greenhouse is in good shape. You know, maybe we should stay here a while. See how it goes. Just stay behind me. Clem. Come on. They don't look armed. This your place? Yeah, it is. Really? Yeah. Why? We need help. My boy, he ain't doing so good. What's wrong with him? Look, don't worry. He ain't bit. Just hungry. We've been walking for weeks. Ran out of food a couple days back. That's your kid? Where you girls been? Why do you care? Whoa, I didn't mean nothing by it. Everywhere. All over. You, been up north? Yeah. Yeah, us too. Keep your eye on him. This place needs a lot of work. Yeah? Yeah, we could help you. There's not that much food left. Please. We won't make it another night out here. Ich denke mal, dass, also ich würde sagen, ja. I know you don't know us, and I know a lot of people out here say a lot of things. But I'm asking you, as a father, please, don't turn us away. I don't know, Clem. They could be anybody. Do we really want to go through this again? Naja, ich weiß nicht, ob das sein Sohn ist, Dave. Die passen irgendwie nicht. Out here. Leave. What? You heard me. Now, please, don't do this. Are you sure you want to do this, little girl? I mean, what if we're dangerous? What if I am? Come on, honey, let's go. Eigentlich wollte ich. Okay, jetzt habe ich die falsche Entscheidung getroffen. Ach. Thanks for doing that. After looking at that kid, I wasn't sure if I could. We have to look out for ourselves now. Sometimes you have to hurt someone else to protect the people you care about. A friend told me that once. They might come back. Then we'll be ready. Tja. Da bin ich mal gespannt, du.
Oh. Wieso muss ich jetzt auf einmal niesen? Ey, ist das schlimm heute? Kommt ja alles aufeinander, ey. Tja, mit so einem schwarzen Bildschirm, wie geht's denn jetzt weiter, ey? Hallo. Okay. Ja, das ist dann, so sieht das natürlich dann unsere Entscheidung aus. Ja, vielleicht könnt ihr ja mal unten in die Kommentare schreiben, wenn ihr das sagt, inwiefern wir uns von, ja, wie wir uns oder wo wir uns platziert haben. Ich kann das jetzt irgendwie gerade nicht irgendwie wirklich herausfiltern. Und ja, das war jetzt Episode 5 von Season 2. Ich weiß jetzt nicht, ob da jetzt noch eine Episode hinterherkommt. Ich glaube nicht. Das hieß, es wäre dann das nächste Wiedersehen von uns, wenn ich irgendwann irgendwo mal eine Frontier bekomme. Ja, das Wiedersehen auf The Walking Dead mit Virus. Ja, warten wir es mal ab. Ich würde sagen, danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Und ciao mit V.